Mit richtig guter Stimmung, atemberaubenden Performances und fantastischer Atmosphäre feierten auch in diesem Jahr zahlreiche prominente Gäste auf der BayWa Stiftungsgala, auf dem Social Event des Jahres. Zum 7. Mal versammelten sich rund 450 Größen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, um sich über den Fortschritt aktueller Projekte zu informieren, um Spaß zu haben und natürlich auch um Spenden zu sammeln für den guten Zweck. Besonders liegt uns unser größtes Projekt hier in Deutschland am Herzen, das Projekt Gemüsepflanzen, Gesundheit ernten. Das ist ganzheitlich angelegt. Da geht es im Schulgarten Hochbeete zusammenschrauben, um selber pflanzen, Natur erleben. Oder beim Kochen in der Küche, in der Schulküche, dass die Kinder ihr Frühstück und ihr Pausenbrot selbst zubereiten, riechen, schmecken, mit allen Sinnen erleben. Und dann im Unterricht methodisch, spielerisch lernen mit unserem neuen Ernährungskompass. Und das ist heuer das Highlight, was ich auch heute hier vorgestellt habe, der Ernährungskompass. Ich würde sagen, so ein ganz besonderes Schulbuch, einmal ganz anderes Schulbuch. Das ist ein Aktionsbuch, wo es um Ernährung geht und ein integriertes Spiel in dem Buch dabei ist. Und dieses Buch wollen wir ab 2018 an rund 400 Schulen verteilen als Klassensatz. Gut 10.000 Bücher werden das sein. Und wir haben schon sehr viele Anfragen. Die Schulen bewerben sich bei uns und für die Schulen ist das natürlich kostenlos. Was wir noch zusätzlich anbieten für die Lehrer sind Lehrerfortbildungen und auch Unterrichtsmaterialien auf unserer neu angelegten Homepage www.derernährungskompass.de. Da gibt es alle Informationen um unseren neuen Ernährungskompass. Unterstützt wird der Ernährungskompass durch das Bayerische Kultusministerium. Die BayWa Stiftung gibt es seit 1998. Sie setzt sich für Bildungsprojekte im Bereich gesunde Ernährung und erneuerbare Energien ein. International leistet die BayWa Stiftung wichtige Hilfe zur Selbsthilfe, beispielsweise in Tansania für saubere Kochenergie durch Biogas. Auch die Ausbildung von Frauen und Mädchen in Sambia liegt ihnen sehr am Herzen. Nicht nur bei den Projekten der BayWa Stiftung stehen die Kinder im Mittelpunkt. Auch am Galaabend leisteten die Kinder des Wolfratshausener Kinderchores einen wichtigen Beitrag unter dem Motto Musik von Kindern für Kinder. Auch eben für die Kinder in Afrika, die haben halt ganz wenig Geld und wenn wir da singen, dann spenden vielleicht viele Leute für diese Kinder und dafür singen wir. Ja. Ich bin mittlerweile schon sehr lange im Chor und bin es auch ziemlich gewöhnt, dass wir halt zu Auftritten fahren, aber es ist immer wieder ein schönes Ereignis. Wir sind heute zum 7. Mal hier und wir haben insgesamt über die letzten Jahre viele Millionen Euro, insbesondere auf der BayWa Gala, eingenommen und investieren dieses Geld in Projekte in Afrika, in Tansania zum Beispiel, in Südafrika, in Sambia, in Neuseeland und natürlich auch bei uns hier zu Hause. Wir haben eine Fülle von Themen, die sich immer um das Thema Ernährung, Kinder, Erziehung, auch durchaus erneuerbare Energien und wissenschaftliche Forschung im weitesten Sinne des Wortes dreht. 2017 erreichte die BayWa Stiftung einen neuen Spendenrekord in Höhe von über 1 Million Euro. Geld, das jetzt in wichtige Projekte fließen kann. Also jeder Dollar, jeder Euro, jedes Pfund, mir ist wurscht, welche Währung übrigens hier bezahlt wird, geht 1:1 in unsere Projektarbeit. Es gibt keine Verwaltungskosten, es wird nichts abgezogen, wie das andere Stiftungen ja machen. Alles, was Geld kostet, wird von der BayWa AG selber finanziert und übernommen und alles, was sozusagen den Menschen hilft, wird über die BayWa Stiftung abgewickelt. Und jeder Cent, der kommt, jeder Euro, der kommt, wird von der BayWa AG verdoppelt. Das heißt, nehmen wir jetzt sagen wir mal 500.000 ein, dann ist es 1 Million. Grandiose Performances von unterschiedlichsten Künstlern, schönes, nachdenkliches und schwungvolle Unterhaltung gaben der Stiftungsgala eine unvergleichliche Atmosphäre. Ein schillernder Abend mit gutem Essen und ausgelassener Stimmung. Und dann kam auch noch er. Reinhard Fendrich ließ es sich nicht nehmen, für die begeisterten Gäste der Stiftungsgala einen grandiosen Auftritt hinzulegen und rockte vor gut gelauntem Publikum den Münchner Postpalast.